Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es hier um diese Fahrradbeleuchtung hier in Verbindung mit dem Lupine Rücklicht. Das heißt eine Fahrradbeleuchtung, die gleichzeitig mit dem Akku des E-Bikes verbunden ist und somit immer eingeschaltet werden kann. Was cool ist, hier haben wir normales Abblendlicht und Fernlicht und das hier geht eben auch automatisch an und leuchtet nach hinten und sichert zugleich euren Sattel. Was dabei zu beachten gibt mit der Motorsteuerung und warum ihr damit zu eurem Bosch-Händler fahren müsst, das erfahrt ihr in diesem Video. Also los geht's! Wie ihr sehen könnt, ist das Vorderlicht schon montiert. Das Ganze wird hier über seine Klemme am Lenker befestigt und kann entweder wie hier unter dem Lenker, hier vor dem Lenker oder hier oberhalb montiert werden. Die Bedienung ist sehr einfach. Ich schalte einfach hier über das Bedienteil mit 2 Sekunden festhalten auf die Plus-Taste die Leuchte ein und auch wieder aus. Wenn ich sie eingeschaltet habe, ist das normale Abblendlicht aktiv. Man sieht es hier unten und an diesem Taster hier kann ich eben nochmal auf Fernlicht schalten. Dann sieht man hier, der Knopf leuchtet blau und kann es auch wieder deaktivieren. Und habt damit perfektes Licht. Wichtiger Hinweis, ihr müsst damit nochmal zum Bosch Service Dienst, der euch die Stromleitung am Bosch Motor freischaltet, um die Lampe auch nutzen zu können. Das ist kein großer Aufwand, aber man sollte daran denken, ohne diese Freischaltung funktioniert diese Lampe erstmal nicht. Es gibt die Lampe in verschiedenen Lichtstärkenklassen und das war jetzt so das Größte, was ich gefunden habe. Wir schauen uns hier auch nochmal den Vergleich an zwischen normalem Abblendlicht und Fernlicht in der Dunkelheit. Ich gebe hier mal ein paar Hinweise zur Montage, aber das ist keine offizielle Anleitung. Bitte informiert euch selbst darüber. So hat es bei mir funktioniert und das möchte ich euch einfach nur gerne mitteilen. Zunächst ist es wichtig, immer den Akku zu entnehmen, damit eben hier keine Spannung auf dem System ist, während ihr hier elektrische Arbeiten vornehmt. Dann nochmal kurz die Bedieneinheit einschalten, um sicherzustellen, dass kein Strom mehr auf dem System ist und dann kann es eigentlich schon losgehen. Zunächst könnt ihr hier mit der Schelle die Lampe eigentlich schon montieren, sodass alles schon mal hier eingebaut ist und die Kabel locker nach unten hängen lassen. Das geht ganz einfach nach der Anleitung. Ein O-Ring, eine Schraube von der Seite rein und damit ist die Lampe auch schon fertig montiert. Dann eben auch noch die Verkabelung hier von dem Schalter, hier für das Fernlicht. Der wird auch einfach nur mit einer Schraube hier am Lenker befestigt. Und kann, wie ihr seht, auch so eingeklemmt werden, dass er eben sehr, sehr eng am Griff liegt und somit etwas hier über den Griff hinaus in Richtung Finger geht. Damit ist es auch leichter zu bedienen und der Abstand zur Bremse ist auch nicht so weit. Von daher, das ist echt clever gelöst. Dann habt ihr ein loses Kabel, was hier eben aus der Lampe rauskommt. Wo ist es? Hier das. Und das führt ihr einfach durch diese Öffnung in den Rahmen. Diese 2 Schrauben kann man einfach lösen. Dort führt ihr eben das Kabel durch und kommt dann von hier unten in den Rahmen. Ich zeige es euch mal. So sieht das Ganze aus. Das heißt, ihr werdet hier an dieser Öffnung, ich hoffe, man kann es sehen, von innen mit dem Kabel rauskommen. Und dann könnt ihr es entweder hier nach links oder auf der rechten Seite entlang führen. Und es gibt extra einen Kabelkanal. Das ist der hier, in den das Kabel einfach eingelegt werden kann. Und dann sieht man hier, ist auf jeden Fall auch so geführt komplett auf der ganzen Fläche, dass eben nicht durch den Akku irgendwo eingeklemmt wird. Und das ist wirklich super wichtig. Also sollte hier die Originalleuchte nehmen, passt auch dieses Kabel perfekt hier rein. Und ihr könnt es bis unten hin zum Motor führen. Das Ganze kann dann hier unten eben weitergeführt werden, hinter die Aufnahme vom Akku und geht dann unten in den Bereich, wo die Stecker zusammengeführt werden. Das Kabelende mit dem Stecker muss hier hinter diese Abdeckung eingeführt werden. Dafür muss ich bei diesem Modell nur die Abdeckung hier abnehmen mit einer Schraube. Das machen wir jetzt. Es kann aber auch sein, je nachdem welche Generation es ist, muss wohl teilweise der ganze Motor abgeschraubt und abgesenkt werden, um an die entsprechenden Öffnungen zu kommen. Hier unten ist die eine Imbusschraube. Die muss ich einfach nur lösen. Und damit kommt man jetzt hier an die Anschlüsse auf der Seite dran. Sollte jetzt vorher noch keine Lampe dran gewesen sein, dann ist das hier der Stecker für die Vorderlampe, also der hier. Und darunter der runde, also nicht der ovale, sondern der runde unten drunter, das ist dann der für die Rückleuchte. Die Rückleuchte von Lupine ersetzt diese Klemme hier, mit der das Sattelrohr fest ist. Das heißt, die montieren wir jetzt ab, um das dort zu montieren und dann hier so fest zu klemmen, damit der Sattel nach wie vor auch noch hält. Also merken wir uns die Sattelhöhe und dann montieren wir das hier ab. Dann setzen wir das Licht hier einfach drauf. Also hier vorne ist so eine Kante, an der sitzt es hier oben auf dem Rahmen auf und dann kommt das hier einfach drum. So, wir richten es gerade nach hinten aus, Schraube rein und fertig. Ich habe es jetzt nur mit der Hand angezogen. Hier unten ist eine Angabe drauf, also zwischen 5 und 7 Newtonmeter ist für die Schraube hier geeignet. Okay, dann legen wir unser Kabel und führen das Richtung Motor. Hier unten am Motor befindet sich an der Rückseite ein Stopfen, den kann man rausmachen aus Gummi und da wird das Kabel dann durchgeführt. Da es leider keine Kabelführung gibt, muss ich schauen, wie ich von hier unter den Motor komme, ohne den Motor ausbauen zu müssen. Denn leider kann ich das Kabel jetzt nicht hier reinstecken. Es verhakt sich irgendwo und geht nicht gerade nach unten, da wo ich es abnehmen möchte. Jetzt habe ich mal so einen Kabelbinder hier genommen und habe die Spitze, vielleicht sieht man es, so gebogen und werde jetzt hier
so einführen, dass das nach unten gerade weggeht und dann kann ich sie rausziehen, Kabel oben dran kleben und nachziehen. Ich will auch hier keinen Draht nehmen, um zu verhindern, dass ich irgendwelche elektrischen Leitungen oder irgendwelche Kontakte treffe mit meinem Strom. Deshalb hier mit dem Kabelbinder ist zwar nicht ganz so stabil, aber ich hoffe, es funktioniert. Okay, also es hat mich jetzt mal Nerven gekostet, aber ich habe es geschafft. Und zwar hier mit der dicken Seite des Kabelbinders, also da, wo der Verschluss dran ist, nach unten. Und versucht gerne mal auf der linken Seite in Fahrtrichtung an diesem Motorblock zusammenzugehen. Dann kommt das hier unten am Motor raus, hier. Und ich konnte es dann mit einem Schraubenzieher ein bisschen rausfischen. Aber damit können wir jetzt oben das Kabel festbinden und durchziehen. Eine wichtige Sache machen wir vor noch mit diesem Stopfen. Wir stechen jetzt hier durch den Stopfen noch ein Loch. Ein dünnes, schmales Loch, was eigentlich dünner ist als das Kabel, dort durchstechen. Und dann führen wir nämlich das Kabel genau durch dieses Loch und damit dichtet das Gummi nochmal gerade da, wo das Rad das Wasser gegen das Kabel spritzen würde, auch direkt ab. Und bestenfalls kommt auch kein Wasser mehr rein. Okay, jetzt habe ich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ich habe hier das Ende des Kabels mit dem Kabelbinder verbunden, der oben rausgeguckt hat, und dann einfach das Ganze nach unten durchziehen, so dass das Kabel eben durch den Rahmen geführt wird. Das Kabel, was jetzt hier lang liegt, legen wir erstmal so hin, dass es einigermaßen nachher am Rahmen gerade anliegen kann. Und dann kürzen wir das jetzt erstmal unten, je nachdem, wo wir da mit dem Kabel an den Motor müssen. So, wir haben jetzt hier unser Kabel. Damit müssen wir in diesen Steckplatz hier unten, also der runde Steckplatz am unteren Ende. Das ist für das Rücklicht. Aber man sieht, mit zwei Adern kann ich jetzt nicht einfach dort rein. Beziehungsweise ich nehme erstmal diese Schutzkappe ab. Und man sieht, da gehört ein richtiger Steck rein. Es gibt hier als Zubehör die Adapter mit diesem Bosch-Stecker, der dann auf zwei Adern wieder endet, und die füge ich hier zusammen mit so einer Klemme. Das Ganze gibt es als komplettes Paket. Da einfach nur den passenden Hersteller von eurem Motor wählen und dann fertig. Packe ich auch als Link unten in die Videobeschreibung. Bezüglich der Kabellänge muss man ein bisschen schauen. Wenn Platz ist im Gehäuse, ohne dass man irgendwelche drehenden Teile bewegt, kann man das eventuell nochmal zurückdrücken, so dass ihr das nicht ablenken müsst. Wenn es viel zu lang ist, eventuell abschneiden, die Adern wieder freilegen und dann weitermachen. Die Steckerverbindung ist relativ simpel. Wichtig ist hier so ein kleines Schaumstoffstück. Das wird nachher über die Kupplung geschoben, die wir jetzt hier dran machen. Das heißt, erst an das Ende, was jetzt im Rahmen liegt, dieses Schaumstoffstück hier drauf machen und erstmal zurückschieben. Das brauchen wir dann gleich an der passenden Stelle. Und dann haben wir hier so eine Klemme, die verwendet wird, um die beiden Kabelenden mit dem Steckertyp zusammen zu krimpen. Wie gesagt, hier wichtig, rot zu rot, schwarz zu schwarz, mehr muss man eigentlich nicht beachten. Und dann drücken wir die hier zusammen auf beiden Seiten und fertig. Was wichtig ist, da ist so ein Gel drin, hier innen drin, damit eben keine Feuchtigkeit reinkommen kann, damit nichts korrodiert. Dann kommt noch dieser Schutz hier eben über diese Steckverbindung drüber, damit sie auch nirgendwo dran scheuern kann. Ja, damit haben wir das Kabel soweit fertig. Ja, falls es mit der Klemme nicht so funktioniert hat, es gibt noch hier von 3M diese Verbinder. Die sind auch sehr cool. Gleiches Prinzip, auch innen das Fett drin. Lasse ich aber aus meiner Sicht viel besser hier auch einführen. Und dann wären halt zwei Stück als Alternative zu nehmen. Ich packe das auch nochmal in die Videobeschreibung. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal zu Hause zu haben für den Notfall. Ja, wichtig ist an dem Stecker, es gibt hier so eine kleine Nase. Ich hoffe, man kann sie erkennen hier an der Seite. Ich glaube, da kann man es gut sehen. Hier ist diese Nase dran. Und die muss auf jeden Fall dahin, wo die Öffnung an dem Gehäuse ist, und zwar an der Unterseite. Also mit diesem kleinen Häkchen an die Unterseite muss dieser Stecker hinein. Das wäre so. Und auch wirklich gucken, dass der einrastet. Und damit ist das Ganze schon getan. Und jetzt werden wir es mal testen. So, Computer ein. Lange auf Plus festhalten. Das sieht schon mal gut aus. Funktioniert. Hier unten ist noch so ein Schalter, mit dem kann man das wohl ausschalten. Ja, funktioniert auch. Und jetzt noch ordentlich verkabeln. Ja, was ich etwas schade finde bei der Verkabelung ist, hier in diesem Set sind drei so Kabelhalter mit drin, die man an den Rahmen klebt. Das ist so eine Öffnung hier auf der Seite. Man klebt es quasi hier dran und führt das Kabel da lang. Natürlich ist es dann nicht auf der ganzen Strecke geführt. Und ich habe eigentlich in der Beschreibung oder bei den Produkten auf jeden Fall was gesehen, dass es wie so ein Klebepad aus Kunststoff, was hier über die gesamte Fläche geklebt wird, vielleicht sogar bis hier unten hin. Und dann liegt das Kabel wirklich auf der kompletten Fläche drin. Da werde ich auf jeden Fall nochmal suchen. Das fand ich sehr viel cooler, weil es eben ja keine Chance gibt, am Kabel zu reißen, das irgendwie rauszuziehen mit irgendwas oder auch, dass zu viel Dreck oder irgendwas drankommt. Da werde ich nochmal recherchieren und packe den Link auch nochmal in die Beschreibung, wenn ich das Ganze gefunden habe. Wir verlegen das Kabel jetzt von der Lampe nach unten, so dass wir nachher auch die Länge haben, und den Rest verstauen wir eben unten im Gehäuse. So, ich habe wie folgt gemacht. Ich habe jetzt hier oben das freigelassen. Hier kommt der erste, der zweite, der dritte Klebepad, und danach habe ich es hier unter diese Gummiabdeckung gemacht. Die kann man einfach hier zur Seite wegnehmen, nach hinten raus und dann wieder rüber. Die Gummilippe hier oben ist flexibel und somit legt sich das schön um das Kabel durch und wird auch hier schön gehalten, ohne dass, wenn hier Dreck vom Rad etc. gegenkommt,
irgendetwas hier beschädigt wird vom Kabel. Ich habe es dann doch noch schnell bestellt und auch schnell geliefert bekommen, habe es dann eingebaut und damit das Kabel einfach ordentlich verlegt. Jetzt verstauen wir den Rest vom Kabel noch hier unten im Rahmen, Abdeckung drauf und fertig. Ja, damit haben wir jetzt die Lampen dran. Funktioniert auch alles. Jetzt geht's mal raus zum Testen. Ja, so sieht das Ganze schon mal ganz gut aus. Und jetzt machen wir mal das Fernlicht an und man sieht deutlich, wie gut das hier ab der Unterkante vom Fenster auch wirklich sehr viel mehr beleuchtet oben. Das sieht wirklich top aus. Jetzt nochmal einen Test gemacht, hier im Freien einfach mal nach vorne geleuchtet und man sieht es leider auf der Kamera nicht so gut, aber trotzdem ist auch im Vorbereich, also im direkten Bereich vor dem Scheinwerfer, sieht man auch weiter, als es hier auf der Kamera leider sichtbar ist. Jetzt machen wir noch die Bremslichtfunktion des Rücklichtes. Man sieht genau, wenn man verzögert, wird automatisch das Licht heller gestellt und dadurch auch die Bremslichtfunktion wirklich gut zu sehen. Was jetzt ein bisschen auffällt, ist, dass das Schutzblech oder auch das hintere Rad das Rücklicht manchmal verdeckt. Das heißt, je nachdem wie hoch man schaut, also wenn man in einem niedrigen Auto sitzt, fällt es noch mehr auf, ist leider das Rücklicht normalerweise nicht sichtbar. Jetzt auf der Rückfahrt sieht man auch deutlich Fernlicht, Abblendlicht, gleich nochmal Fernlicht. Also die Unterschiede sind deutlich sichtbar und gerade selbst wenn man fährt, macht das einiges aus und man sieht deutlich mehr nach vorne. Ja, so viel zum Einbau und zum Test vom Original Acid Licht hier für das Cube E-Bike und auch dem Lupine Rücklicht mit Bremslichtfunktion. Also ich muss sagen, gefällt mir extrem gut und gerade die Lichtausbeute nach vorne ist wirklich sehr, sehr gut und ich möchte das nicht mehr missen, wenn ich einfach im Dunkeln unterwegs bin und kann einfach durch das Fernlicht mehr einschalten. Wer sich das Ganze auch zulegen möchte, ich packe die Links für beide Produkte in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn Fragen und Wünsche aufkommen, einfach kurz unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um keines der weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!